Moin Leute, ja, ich würde sagen, dass ihr eingeschaltet habt heute zu einem neuen Video und wir haben den Data Download für Super Saiyan 4 Gogeta bekommen. Wir wissen jetzt genaue Uhrzeiten, wir wissen, was die Missionen sind und dafür würde ich sagen, fangen wir mal an. Also, wir sehen Super Saiyan 4 Gogeta, Nova Shenron, Vegeta GT und Co. releasen alle am 1. Februar um 7 Uhr, also der Banner geht live um 7 Uhr. Das erstmal dazu, 10 PM PST ist 7 Uhr unsere Zeit. Die Charaktere haben wir schon im gestrigen Video durchgesprochen. Beziehungsweise also Nova und Super Saiyan 4 Gogeta. Ich freue mich sehr, sehr auf Gogeta. Wir werden ein Sum-Video machen für Gogeta. Und noch ein paar Sums on-stream. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Und dann hüpfen wir weiter zu den Missions. Und die Missions sehen wie folgt aus. Wir haben ja jetzt nicht nur die Part 1 Mission bekommen, sehe ich gerade. Wir haben sondern auch die Part 2 Missions bekommen. Damit wissen wir auch, wann Part 2 startet. Part 2 startet am 17.02. um 1 Uhr nachts. So viel dazu. Da wird wahrscheinlich dann die Valentine's Day Celebration starten. Ich glaube, Valentine war um 14. Februar oder sowas rum. Ach, fragt mich nicht. Ohne Spaß. Bei Valentine's Day bin ich raus. Oh, Single Forever meint ihr? Perfekt. Ne, auf jeden Fall. Da startet Part 2. Sieht nach guten Belohnungen aus. 5 Stones für die komplette Mission Clear. Ansonsten vielleicht noch ein, zwei Stones irgendwo nebenbei. Das sehen wir auf jeden Fall dann, wenn die Missions genauer nochmal angezeigt werden. Zu Part 2 und Part 1. Dann sehen wir, dass das Infinite History kommt. Das wird kommen am 1. Februar auch um 7 Uhr morgens. Da könnt ihr dann auch die Stage Claim von Shadow Dragon Saga. Es gibt euch einige an Stones. Dazu gibt es nochmal ein Video, wie man beides in einem schafft. Dazu kommt noch normale Easy Ace kommt zurück. Also hier seht ihr nicht, dass Master Saiyan kommt. Hier seht ihr nur, dass die Raids kommen und Vegeta Junior. Dann kommen noch ein paar Events. Giro Event kommt zurück. Es kommt dieses Hellfighter 17 und C18 GT raus. Und dann Part 1 Mission zum Schluss. Part 1 Mission, die kriegen wir jetzt am 1. Februar um 1 Uhr nachts. Da könnt ihr auf jeden Fall euch... Wie viel sind das jetzt hier kurz? 3, 6, 7... Ich denke mal so 6 Stones müssten das sein. Im Dreh vielleicht gibt es noch 1 oder 2 Stones mehr. Mal gucken. Aber das ist schon die komplette Mission-Seite. Mehr kriegen wir da nicht. An sich wird es trotzdem interessant. Einige Events. Ich bin gespannt. Orbs und sowas sehen wir hier drinnen nicht bei den Missions. Sehen wir die alte Stage, die den Skill-Up hinzugefügt bekommt. Ich sehe es gerade nicht auf Anhieb. Da mal gucken. Also das wird auf jeden Fall kommen. Macht euch da mal keine Panik. Springen wir weiter zu den Items nach den Missions. Items. Wir kriegen ein Dokkan-Festival-Ticket. Das wird hoffentlich ein G-SSR-Featured-Charakter sein. Nicht so wie bei Freezer-Banner. Das könnt ihr euch im Pillar of Strife holen. Für entweder, sie machen es so wie bei Freezer, 7,99 € oder was das war. Oder sie machen es so wie bei, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Wann war das bei der letzten Unit, wo wir dieses Ticket hatten, wo es ein G-SSR-Featured gab? Tag Ultimate Gohan? Sowas in die Richtung? Ich weiß es gerade nicht mehr, aber dann kostet dieses Ticket 34 €. Also, damit könnt ihr mal so in etwa rechnen. Eins von den beiden wird sein. Ich hoffe tatsächlich, dass es das G-SSR-Featured-Ticket wird. Ansonsten, ja, wünsche ich euch viel Glück, wenn ihr das holen werdet. Easy Ace haben wir tatsächlich keine gehabt, beziehungsweise keine Informationen jetzt in dem Data-Download. Wenn wir die Campaign-Info haben, wird es nochmal mehr Sachen darum geben. Ansonsten, wir kriegen Lovefield Chocolate. Das war das Valentine's Day-Item von letztem Jahr. Das haben wir daily bekommen. Und dieses Item konnten wir letztes Jahr eintauschen für Pabigels Charaktere. Darunter Mai, Videl und Android 18. Ich würde mich sehr, sehr freuen, als persönlicher Nichtbesitzer von Oceanus, wenn Oceanus hier drinne wäre. Wäre sehr, sehr geil. Ansonsten Support-Items nimmt man immer dankend an. Und ja, es ist einfach so ein kleines, keine Ahnung, Bonus-Extra-Ding für Valentinstag, damit ihr euch die Waifus holen könnt. Also ich eine nice Option. Gerne eine Global-Exclusive-Sache. Dafür hatte ja JP an Christmas eine JP-Exclusive-Sache. Also das ist so in etwa der Austausch. Ich denke mal, ich hoffe mal, es wird noch Kais geben. Aber nichtsdestotrotz abwarten. Sonst gab es nichts Neues im Data-Download. Nichts Besonderes. Wir wissen, am 17. startet Part 2. Wir wissen, am 1. Februar startet Part 1. Bis wann geht das Ganze? Also schauen wir uns mal nochmal kurz an, bis wann das in etwa geht. Ich schätze mal, bis zum 30. grob, also sowas in die Richtung. Wenn das Ticket abläuft, sollte größtenteils die Celebration vorbei sein. Kurzer Einschnitt, und zwar haben wir hier diesen lang erwarteten Buff,
den JP auch bekommen hat. Was heißt lange erwartet? Es war gerade mal ein Monat her. Nicht mal. Und zwar wurde hier die Passive abgeändert von der Unit von Bulma Youth. Hier sind die Auswirkungen von Medium Chance anders gewesen, als Dokkan selber es wollte. Wir wissen ja, also in der Passive wird beschrieben, eine Medium Chance als 30%. Die hat sich im Endeffekt vielleicht nur angefühlt wie 20%, denn es waren auch nur 20%. Aber was heißt das jetzt für uns? Ja, wir haben dadurch einen kompletten Buff für viele Units bekommen, darunter zum Beispiel Vegito Blue. Das bisher nur auf der JP-Version war, ihr seht hier, die ursprüngliche Chance war 25%. Jetzt haben sie aber sowohl für die Global und für die JP-Version 30% draus gemacht. Also wir haben ein bisschen Chancenerhöhung bekommen. Gleichberechtigung für alle Units. Sehr, sehr guter Buff. Ihr bekommt alle einen Dragonstone für dieses Problem. Und ja, eure Units sind jetzt um einiges besser. Das war's von mir. Das Thema hatten wir schon mal angesprochen. Ich habe ein Video gemacht, das hieß einheitliche Chancen. Wenn ihr da nochmal genauer reinschauen wollt, dann tut es. Ansonsten, abwarten, schauen. Ich bin gespannt auf die Sums. Ich wünsche euch viel, viel Glück, wenn ihr bei Greta Sum werdet. Und ja, haut rein. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Tag, Mittag. Ciao, ciao. Adios, amigos.